everybody. I'm starting a special class soon. You don't want to miss it now, do you guys? Okay. Gehen wir mal Yamcha besuchen. Alter. Kann sein, dass Vegeta mich jetzt hier gerade kurz vor Schluss noch in den Arsch tritt. So, was ist los, Yamcha? Ach, hallo, gutes Timing. Könntest du mir bitte mit etwas helfen? Keine Sorge, nicht so strapaziös ist. Ich will nur diese neue Trainingsmethode ausprobieren. Willst du wissen, was für eine Art Training? Hehe, wozu? Ein Spezialtraining, das ursprünglich nur Roshi erfunden hat. Selbst Son Goku und Krillin haben es verwendet. Man nennt es die Schildkrötensteinjagd. Und? Bin gespannt, nicht wahr? Yamcha hilft dir beim Training, indem er dich in Downtown City nach Schildkrötensteinen suchen lässt, die jetzt nicht verarscht. Schneller du findest, desto besser. Belohnung erwarten. Schildkrötensteine können wie andere Objekte in der Stadt auftauchen. Nähere dich ihnen mit Öko Reis, um sie aufzusehen. Rede mit Yamcha, wenn du mit dem Training fertig bist. Wenn du mir mindestens einen zurückbringst, hast du bestanden. Je mehr Schildkrötensteine du findest, desto mehr Punkte kriegst du. Das schaffst du. Ach, das. Und während der Jagd kannst du nicht kämpfen, sonst endet das Training. So, legen wir los. Ich dränge mich auf diesen Boden wirklich an, also sei bereit. Nach dem Beitritt zu einem Kampf oder einem Quest wird die Schildkröte steigen. Was hast du denn hingeworfen, mein Freund? Okay, ich muss die Teleportstation nutzen. Noch fertig geworden. Boah, das dauert viel zu lange. Versuchst du überhaupt fertig zu werden? Ja, das angehende Workout ist doch schön. Aber schön mal ins Schwitzen zu kommen. Später kannst du wieder normale Lektionen absolvieren. Lass in der Zwischenzeit deine Pflichten als Zeitzeuger nicht schlagen. Okay, das war nicht sehr interessant, aber. Kümmern wir uns erstmal um. Wenn es noch ein Ausrufezeichen. Und da bin ich hier. Thank you.
Danto, was hast denn du für mich? Ach, du bist einer von den Zeitsoldaten, von denen ich so viel höre. Ich höre, dass ihr ziemlich stark seid. Stimmt das? Ich werde es herausfinden, wenn wir kämpfen. So, ich hoffe, du bist bereit. Komm jetzt und zeig mir alles, was du drauf hast. Ja, yeah, ein Kampf, zwei Kampf. Gegen Danto. In Höhe. Das sieht aus wie so ein Punk. Ich denke mal, es ist ein Punk. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ein Dragon Ball? Stark ist. Dabei habe ich aber den Eindruck, dass du noch stärker werden kannst. Leute wie wir können sich nicht auf den Lobby machen. Yay, Dragon Ball! Und da gibt es auch eine Teleportstation. Was ist das hier? Ist das was aus von Goku? Tatsache, es könnte schon gutes Haus sein, wo er als Kind drin gewohnt hat. Okay, Greetings. Dingens, ja. Okay, erste Station ist Mr. Saturn's Haus. Geht. Die Kaioshin der Zeit hat mir alles gesagt. Ich bin der älteste der fünf Murasaki-Brüder. Ich heiße Murasaki. Mein Schicksal steht seit meiner Geburt fest. Als Fünflinge sind wir geboren, um Ninjas zu werden. Aber genug von mir. Du bist sicher hier, um mehr über den großen Zeitspalt zu erfahren. Ich forsche nach, warum Mr. Saturn's Haus von einem riesigen Zeitspalt erfasst wurde. Großer Saiyan Man 1 und 2 sowie das Mitglied der Galaxis-Patrouille kämpfen, um den Frieden zu bewahren. Du solltest der große Saiyan Man 3 werden und ihnen helfen. Wie ich? Auf keinen Fall. Ninjas arbeiten verdeckt und im Hintergrund. Ja, Gerüchten zufolge soll Mr. Saturn nach einem guten Leibwächter suchen. Wenn er dich nimmt, verdienst du bestimmt gut. Überlegst du mal. Mr. Saturns Haus kannst du der Schüler des großen Saiyaman werden und an seiner Seite gegen mächtige Schurken kämpfen oder Zeni verdienen, indem du als Mr. Saturns Leibwächter arbeitest. Um Mr. Saturns Leibwächter zu werden, musst du alle seine Aufträge erfüllen. Sobald er zufrieden ist, wirst du mit Zeni belohnt und du erhältst mehr Zeni, wenn dein Charakter ein Erdling ist. Ah, das ist für Erdlinge hier. Genau. No!
Hey Luda, ja, dich meine ich. Spüre, dass du einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hast. Hast du mal daran gedacht, deine Stärke für das Gute einzusetzen? Schließe dich uns an und hilf uns, den Frieden zu bewahren. Ich bin übrigens der große Simon 1. Wirst du uns unterstützen? Hoffentlich gibst du mir die Antwort. Ich höre mich. Wir könnten soeben einen Kandidaten für den dritten Platz in unserem Team gefunden haben. Da könntest du recht haben, 2. Das könnte die perfekte Besetzung für unseren Boten der Gerechtigkeit sein. Der große Cyberman 3. Das ist ja fantastisch. Was meinst du? Hast du das Zeug dazu, das Böse im Namen der Gerechtigkeit zu bekämpfen? Heißt du nicht Saya Girl oder Saya Woman? Das ist Saya Man 2. Das ist noch nicht mal ein Mann. Ja, Gerechtigkeitsgetriebe. Yo! Ja, wo ist das denn los? Was tut sich nicht? Ah, ja. Das war ein neuer Text, okay. Ich dachte, es hätte sich wiederholt. Was tut sich nicht? Geht ruhig, ich muss da nicht unbedingt mit. Findest du nicht? Dass es eine ehrenvolle Aufgabe ist, der nächsten Generation ein Gespür der Gerechtigkeit zu vermitteln? Na gut, aber nur dieses eine Mal. Glaubt bloß nicht, dass ich als Super-Elite immer mache, was ihr wollt, okay? Zeug zum Heilen, ja, das ist wahrscheinlich nur zum Üben. Ich muss die beiden einfach nur besiegen. Und selbst da kriegt man Attacken her? Man kriegt ja jetzt aus jedem Scheiß eine Attacke. I suppose I can spar with you, but it's not a fair fight. If you don't get serious now, you'll regret it when it counts. Are you ready? Then let's get started. Not bad at all. Was? Who's the him? The rest is up to you, Saya Woman! That is sogar Saya Woman. Your training is complete! Another great Saiyaman is born! What else would you expect from special training with an elite fighter like me? Our next session will be fun! Incredible. Absolutely incredible. Oh. What's a Saiyaman answer? Lass mich raten. Der ist dafür da, um damit ich die Patrouillen hier mache oder so irgendwas. Ich wollte dir als erster zu deinem Aufstieg zum großen Saiyaman 3 gratulieren. Ja, Glückwunsch. Ist es nicht toll, dass wir jetzt zusammenarbeiten? Ja, Glückwunsch. Obwohl ich dich eher bedauere. Aber sei nicht vor. Die eigentliche Arbeit hat nicht mal angefangen.
Du wirst bald Techniken und Posen für den Kampf gegen das Böse lernen müssen. Sie sollten super cool und fesch sein, so wie unsere. Eine gute Pose ist extrem wichtig. Das nächste Training fängt bald an. Du solltest dich vorher noch etwas ausruhen. Aber okay. Dann guck ich mir mal. Was ist denn? Ein großer Sailor. Aber der ändert sich nicht farblich. Das wäre cool gewesen, wenn sich das farblich ändern würde. So. Auf Kloster, Hey du da. Du siehst irgendwie wie ein Kämpfer aus. Weißt du, wer ich bin? Versuch gar nicht, eine Überraschung zu verbergen. Na, ich bin der Stärkste auf der ganzen Welt. Ich bin der Weltmeister, Mr. Satan. Heute muss dein Glückstag sein. Ich suche nämlich zufällig gerade jemanden, der für mich arbeitet. Hast du Lust, mein Leibwächter zu werden? So eine Chance bekommst du nicht jeden Tag. Hey, was ist das denn für eine Reaktion? Du könntest wenigstens versuchen, mir irgendwie zu antworten. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, nervös zu sein, wenn man vor dem Weltmeister steht. Aber ich sage es dir. Mich zu beschützen, wäre für jeden auf der Erde die höchste Ehre. Also, was meinst du? Willst du mein Leibwächter? Fick dich mal. So, also was meinst du? Willst du mein Leibwächter sein? Ich sorge auch dafür, dass du eine anständige Belohnung bekommst. Klar! Ich wusste, dass du das sagen würdest. Das ist deine Gelegenheit, einen Superstar zu beschützen. Bei klarem Verstand würde sich so eine Chance entgehen lassen. Es war echt dein Glück, dass du mich gerade jetzt angesprochen hast. Ich weiß, dass unsere Verhandlungen schon recht weit gediehen sind, aber es gäbe dann noch eine Kleinigkeit. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe meine Zweifel, ob du wirklich stark bist. Oh, das ist es. Stelle dir einfach eine Aufgabe, dann sehen wir, ob du würdig bist, mein Leibwächter zu werden. Wenn du den Test bestehst, darfst du mein Leibwächter werden. Also reden wir nicht weiter um den heißen Brei herum. Fangen wir am besten gleich mit dem Test an. Ist das aber auf diese Fluchtfest auf jede Art und Fest ist zulässig. Hehe. War das so einfach? Ich gebe es nicht gern zu, aber ich habe dich vielleicht unterschätzt. Ich will hier nicht angeben, aber ich könnte das ganz locker in 30 Minuten erleben. Wenn du dich anstrengst, wirst du vielleicht irgendwann mal fast so gut wie ich. Ha. Scheint es alles zu geben, um meine Herausforderung zu bewältigen. Was ist? Du hast die Herausforderung. Achso, okay. Klar. Aber ich denke mal, ich mache jetzt erstmal Schluss für heute. Ich mache vielleicht später weiter. Ist sowieso im Stream nichts los. Also, sag ich dann mal, bis zum nächsten Mal. Bye bye.